möchte mich zu Beginn mit uns beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir stehen heute Morgen vor dir, dem Anfänger und dem Vollender. Und du möchtest heute einem jeden Einzelnen von uns ganz persönlich begegnen. Und wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst feiern können, auch in dieser Form wieder. Wir danken dir, dass wir dir durch Wort und Lied Lob bringen können. Und nun schenke du, dass wir das, was wir hören, für uns persönlich aufnehmen. Als etwas aufnehmen, wo du zu uns sprechen möchtest. Und so danke ich dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und dass du uns segnen möchtest. Amen. Ja, wir haben es gehört, es geht heute und an den nächsten beiden Sonntagen um das Buch Jona. Eine Anmerkung direkt zu Beginn: Bei dem Buch Jona von einem Buch zu sprechen, ist an sich paradox. Das ist so, als wenn ich eine Reise von Wülfra nach Wuppertal antrete und von einer Deutschlandreise rede. Denn das ganze Buch Jona passt auf eine Vor- und Rückseite eines DIN A4-Blattes. Aber trotzdem gehören die Geschehnisse um Jona zu der bekanntesten Geschichte oder einer der bekanntesten Geschichten im Alten Testament. Viele bringen den Bericht von Jona richtigerweise mit der Stadt Ninive in Verbindung, aber fälschlicherweise mit einem Walfisch. Zum Fisch kommen wir in der nächsten Woche. Zu Ninive aber ist zu sagen, dass Ninive die Hauptstadt des antiken Königreichs von Assyrien war und dass diese Stadt von Nimrod gegründet wurde. Das kann man in 1. Mose 10 nachlesen. Im Jahr 759 vor Christus, etwa 1300 Jahre nach Gründung Ninives, bekam der Prophet Jona von Gott den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen. Warum? Das hören wir später. Zuerst die Frage, was ist ein Prophet? Die Propheten des Alten Testaments haben eine besondere Beziehung zu Gott. Propheten prophezeien etwas. Sie verheißen, sie verkündigen etwas im Auftrag Gottes. Doch hören wir zuerst einmal, wie das Buch Jona beginnt. Der Herr sprach zu Jona: Geh in die große Stadt Ninive und kündige ihnen meine Strafe an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse diese Leute dort sind. Was für eine Ehre! Jona, der Prophet, wird von keinem anderen als von Gott selbst auserwählt, um den Menschen in Ninive eine brisante Botschaft zu überbringen. Stell dir einmal vor, der Chef kommt höchstpersönlich zu dir, um dir eine spezielle Aufgabe anzuvertrauen. Da fühlst du dich geehrt, oder? Nicht deine Kollegen hält er für die richtigen Mitarbeiter, sondern dich. Da wirst du von jetzt auf gleich 10 Zentimeter größer. Und Jona, denkt er, ja, ist klar, das ist ein Auftrag für mich. Außer meiner Person kann ja da überhaupt keiner in Frage kommen. Mit meinen Fähigkeiten hat Gott überhaupt keine andere Wahl, als mich zu nehmen. Weiter heißt es dann in unserem Text, Jona machte sich auf den Weg. Das klingt doch logisch. Aber wie geht der Text weiter? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Sag mal, Jona, tickst du noch richtig? Da bekommst du von Gott das Vertrauen für einen Spezialeinsatz und du bereitest deine Flucht vor? Weiter heißt es, Jona wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffa fand er ein Schiff, das dorthin segeln wollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Was Jona da beabsichtigt, sieht geografisch so aus. Die Hafenstadt Jaffa liegt 1000 Kilometer von Ninive entfernt. Tarsis aber 4000 Kilometer in die andere Richtung. Jona denkt, wenn ich schon fliehe, dann auch weit genug weg. Mit Jona haben wir es mit einem Mann zu tun, der einen Auftrag von Gott bekommt. Geh nach Ninive und predige dessen Untergang. Aber Jona will nicht. Er rebelliert, er meutert, er ist trotzig. Und deshalb sagt Jona zu Gott, ne, das ist nichts anderes als Abkehr, als Opposition. Der Auftrag von Gott an Jona ist klar. Geh und predige. Predige zu den Menschen, die mich nicht kennen.
und die allem Anschein nach auch nicht das geringste Interesse daran haben, mich kennenzulernen, geschweige denn, deinen Predigten zuzuhören. Kein leichter Auftrag, aber ein klarer. Und je länger ich mich mit der Geschichte mit Jona beschäftigt habe, umso deutlicher wurde mir, was Gott von Jona will. Gott will die Zerstörung der Stadt Ninive nicht. Er will den Untergang der Bewohner nicht. Er will die Rettung dieser Menschen. Gott möchte, dass diese Stadt erkennt, dass sie in ihr Verderben rennt und möchte, dass sie die Chance, die Gott gibt, ergreift und umkehrt. Das ist für Gott damals wie heute das Wesentliche. Gott will heute wie damals Menschen gebrauchen, um seine gute Nachricht der Rettung weiterzugeben. Jona will aber nichts davon wissen. Gott sagt, geh. Jona geht, aber in die falsche Richtung. Jona packt seine Koffer und verlässt fluchtartig die Gegend. Vers 3, er floh vor dem Herrn. Und da hat er sich was vorgenommen, etwas Aussichtsloses. Denn vor Gott fliehen ist nicht so einfach. Ausschnitte aus dem Psalm 139 machen uns das deutlich. Da heißt es, wie könnte ich mich entziehen, wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du mich auch dort finden und nicht mehr loslassen. Bei diesen Versen geht es darum zu erkennen, wie geborgen wir bei Gott sind. Er kümmert sich um dich. Er, Gott, verliert uns nie aus den Augen. Aber es wird auch noch etwas anderes deutlich. Ich kann nicht einfach ein paar tausend Kilometer weit reisen und denken, ich könnte Gottes Gegenwart entkommen. Es bleibt dabei. Gott sieht dich, er kennt dich, er ist da und er bleibt da. Jona denkt, er sei clever, sein Handel sei überlegt und durchdacht. Wenn ich mich in die entgegengesetzte Richtung aufmache, dann kann ich dem Auftrag Gottes entgehen. Im Hafen von Jaffo liegt ein Schiff, das bald seine Anker einholt, um in Richtung Tarsis zu segeln. Kurz entschlossen bezahlt Jona die Überfahrt und geht an Bord dieses Schiffes. Jona lässt es sich etwas kosten. Er ist bereit, einen Preis zu zahlen, um bloß nicht das tun zu müssen, was Gott von ihm möchte. Doch Jona wird noch einen viel höheren Preis berappen, als nur den Preis für das Fahrticket mit dem Namen weg von Gott. Jonas Abkehr von Gott hat noch einen anderen Preis, der mit keiner Währung dieser Welt zu bezahlen ist. Dieser Preis der Abkehr ist erstens eine gestörte Beziehung zu Gott. Jona und Gott. Diese Beziehung lässt sich in der augenblicklichen Situation so zusammenfassen. Ein klarer Auftrag von Gott und ein klares Nein von Jona als Antwort. Jona geht seinen eigenen Weg. Er vertraut Gott nicht. Er denkt nicht daran, das zu tun, um das Gott ihn gebeten hat. Er denkt, er kann Gott austricksen. Und das passiert hier einem Propheten. Einem Mann, so haben wir schon zu Beginn gehört, der in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Und trotzdem rebelliert er gegen Gott. Er widersetzt sich Gott. Und das hat immer wieder die gleichen Auswirkungen. Wenn ich nicht tun will, was Gott sagt, dann kehre ich mich von ihm ab. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen, aber nicht mit der Liebe Gottes, mit seiner Barmherzigkeit, seiner Treue und seiner Heiligkeit. Ich denke an andere Dinge, Dinge, die mich zumindest innerlich von Gott wegbewegen. Doch dann bedenke, was wir eben noch im Psalm 139 gelesen haben. Gott verliert dich nie aus den Augen. Er kümmert sich um dich. Kann es bei dir eventuell auch so wie bei Jona sein, dass Gott dich um etwas gebeten hat und du nicht nach Ninive gehst, sondern flüchten möchtest?
Vielleicht liegst du mit irgendeiner Person seit Jahren im Clinch. Du weißt, dass Gott will, dass du zu dieser Person gehen sollst, um die Beziehung zu klären, damit Gottes Vergebung endlich anfangen kann zu heilen. Doch du, flüchtest du lieber nach Tarsis? Oder ist dir bewusst, ich sollte endlich aufhören, nur zu kritisieren und andere schlecht zu machen, nicht an überheblichen Gedanken und an verurteilenden Einstellungen festhalten? Doch die Flucht nach Tarsis scheint dir einfacher zu sein. Ich weiß, Gott möchte, dass ich in einem bestimmten Bereich für ihn diene, für ihn unterwegs bin. Aber die Sache ist so wenig anerkannt. Da flüchte ich lieber nach Tarsis. Das Geld hat mich so im Griff, immer mehr, immer egoistischer. Ich weiß, ich sollte Gott vertrauen und auch großzügig mit anderen teilen und mich finanziell in der Gemeinde einbringen. Aber ich habe Angst, dass ich zu kurz komme und flüchte lieber nach Tarsis. Vielleicht sagst du dir, ich sollte eine bestimmte Sünde, die mich beherrscht, von der aber niemand etwas weiß, endlich bekennen. Ich sollte dieses Verhalten endlich ändern. Wenn ich weiß, was Gott eigentlich von mir möchte, wenn ich weiß, dass sein Wort, was sein Wort für mein Leben will, und ich tue es nicht, dann hat das Auswirkungen. Und zwar meistens zuerst auf meine Beziehung zu Gott. Ich will Gott nicht begegnen. Gebet und das Lesen in der Bibel stehen nicht auf meiner Tagesordnung. Und wir werden gleich sehen, wie gleichgültig Jona das Gebet geworden ist. Menschen in Auflehnung gegen Gott meiden die Auseinandersetzung mit der Bibel. Denn da stehen Dinge drin, die sie angeblich nur anklagen. Vor ein paar Tagen habe ich einen interessanten Satz gelesen. Entweder wird die Bibel dich von der Sünde fernhalten oder die Sünde wird dich von der Bibel fernhalten. Das Schlimmste, was hier in dieser Geschichte passiert ist, Jona denkt, ich muss auf Distanz zu Gott gehen. Warum? Weil Gott sich nicht so verhält, wie ich, Jona, mir das vorstelle. Vielleicht bist du in einer solchen Situation, dass du etwas von Gott erwartest oder erwartet hast. Und es ist ganz anders gekommen. Jona hat etwas ganz anderes von Gott gewollt und erwartet. Er ist enttäuscht, weil er von jetzt auf gleich nach Ninive gehen soll. Aber lass dir sagen, Gott meint es gut mit dir. Sollte es eine Distanz zwischen dir und Gott geben, dann versuche nicht, das Problem zu lösen, indem du nach Tarsis, nach deinem Tarsis flüchtest. Wir hatten festgestellt, Jonas Abkehr von Gott hat einen Preis. Dieser Preis der Abkehr ist, wie wir gerade gehört haben, erstens eine gestörte Beziehung zu Gott. Und jetzt zweitens eine gestörte Beziehung zu anderen. Jona geht einen anderen Weg, will weit weg von Ninive und weit weg von Gott. Er besorgt sich die Fahrkarte nach Tarsis. Aber Gott hat Jona weiter im Blick. Gott hat die Menschen in Ninive vor Augen. Gott liebt Jona und die Menschen in Ninive. Aber diese Menschen sind Jona egal. Sie sind Jona so egal, dass er sich entspannt in seine Kajüte legt und schläft. Jona denkt, ich habe es geschafft, Gottes Auftrag zu entkommen. Und was macht Gott? Gott schickt einen heftigen Sturm. Vers 4. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Wenn ich an der Nordsee bin, dann mag ich es, wenn die Wellen hochgehen und der Wind pfeift. Aber das, was hier geschieht, ist völlig außer Kontrolle. So etwas haben die Seeleute noch nie erlebt. Sie sind einiges gewohnt, aber das hier, das macht ihnen Angst. Sie haben Angst um ihr Leben. Und Jona hat es in der Hand. Auf die Frage in Vers 11, was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Da hätte Jona antworten können, Jungs, kein Problem, ihr braucht gar nichts tun. Ich werde Gott sagen, dass ich bereit bin, nach Ninive zu gehen und dann ist alles wieder gut.
Aber Jona sagt das nicht. Das Seltsame ist, Jona würde lieber sterben, als sich Gott beugen. Er sagt lieber, werft mich ins Meer. Keine Reue, keine Umkehr, kein Gebet, nichts davon geschieht. Jona ist immer noch auf der Flucht vor Gott, obwohl er ganz genau weiß, dass es ihm nicht gelungen ist, Gott zu entkommen. Und die Besatzung des Schiffes, die Seeleute, die tun jetzt das, was an sich die Aufgabe von Jona, dem Propheten, ist. Die Seeleute fangen an zu beten. Diese Seemänner haben mehr Gottesfurcht als dieser Prophet. Nicht nur das, die Seeleute haben auch mehr Mitleid mit Jona als Jona mit den Seeleuten. Sie geben sich Mühe, versuchen es weiter mit Jona an Bord. Mit aller Kraft rudern sie Richtung Land, damit das Leben von Jona irgendwie gerettet werden kann. Und sie beten. Nicht nur zu ihren Göttern, sondern, Vers 14, sie beten auch zu Jonas Gott. Aber Jona betet nicht. Es steht hier kein Wort darüber. Der Prophet Gottes betet nicht. Jona will lieber sterben, als sich Gott wieder zuzuwenden. Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Jona verleitet die Seeleute dazu, dass sie zu Mördern werden. Jona weiß genau, was Sache ist, aber er ist nicht bereit, das zu tun, was Gott möchte. Ihr Lieben, das ist heute nicht anders. Immer wieder sagen Leute, hätte ich doch in der Beziehung zu anderen schlicht und einfach das getan, was Gott in seinem Wort sagt. Wäre ich doch bei der Wahrheit geblieben, hätte ich mich nicht so groß aufgespielt, hätte ich doch vergeben, hätte ich doch nicht an meiner Bitterkeit festgehalten. Wir kennen den Spruch, hätte, hätte, Fahrradkette. Was hier deutlich wird, ist, wie sehr Abkehr und Widerstand nicht nur die Beziehung zu Gott beeinträchtigt, sondern auch die Beziehung zu anderen Menschen. Durch Jonas sture Handeln haben die Menschen in Ninive immer noch nichts von Gott gehört. Wenn mein Verhältnis zu Gott gestört ist, dann löst das eine Kettenreaktion aus. Denn ich bin dann nicht in der Lage, mit Freude anderen von der Liebe Gottes zu erzählen. Nun ein letzter Punkt. Jonas Preis der Abkehr ist drittens eine gestörte Beziehung zu sich selbst. Während Jona festpennt, kämpfen die anderen auf dem Schiff um ihr Leben und um das Leben von Jona. Es ist der Schiffskapitän, der den schlafenden Jona weckt und ihn fragt, wie kannst du schlafen? Eine gute Frage. Eigentlich muss Jona doch durch den Sturm wach geworden sein oder dass ein schlechtes Gewissen ihn wach gehalten hätte. Aber Jona scheint weder ein Gewissen noch Gewissensbisse zu haben. Es kümmert ihn nicht, dass er vor Gott wegläuft. Ihn kümmert es nicht, dass die Seeleute beinahe ertrinken, dass die Menschen in Ninive hoffnungslos verloren sind, wenn er nicht hingeht und predigt. Jona kann seelenruhig schlafen. Interessant, oder? Wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, heißt das noch lange nicht, dass ich keine Schuld habe. Wenn ich kein schlechtes Gewissen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich kein schlechtes Gewissen haben sollte. Wie kannst du nur schlafen? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht kann er uns retten. Nicht der Prophet, der Mann Gottes, denkt ans Beten, sondern die Seeleute. Jona müsste doch eigentlich der sein, der betet und zu Gott in dieser Situation fleht. Aber Jona will schlafen und möglichst wenig mit Gott zu tun haben. Diese Seeleute beten, sie fordern Jona auf, selber zu beten. Und irgendwie haben die Seeleute ein Gespür für die Situation. Sie haben den Eindruck, dass diese Situation eine gerechte Strafe Gottes ist. Deshalb versuchen sie herauszufinden, wer schuld ist an dieser Situation. Als herauskommt, dass Jona der Schuldige ist, dass er vor Gott flieht, erschrecken sie über seine Dreistigkeit. Hey Jona, wie kann man sich ein Mensch absichtlich Gott so widersetzen? Warum tust du das?
Was fällt dir bloß ein, Jona? Jona bezahlt für seinen Widerstand gegen Gott auch einen hohen Preis sich selbst gegenüber. Jona ist abgestumpft gegenüber der Not der anderen. Sein Gewissen spielt keine Rolle mehr. Jona braucht das Eingreifen Gottes, damit sein Gewissen wieder auf Vordermann kommt, damit es wieder für die richtigen Dinge empfindsam wird. Abkehr und Widerstand zu Gott beeinträchtigen nicht nur die Beziehung zu Gott und anderen, sondern auch zu mir selbst. Du kannst dein Gewissen an Gott ausrichten und es wird dir helfen, im Alltag richtig von falsch zu unterscheiden. Oder du kannst dein Gewissen plattreden, regelmäßig verletzen, bis es sich kaum noch regt. Vielleicht weißt du gerade von einer Situation in der letzten Woche, wo du nicht auf dein Gewissen gehört hast. Vielleicht ist es dran, ein Versagen, ein falsch erkanntes Handeln wieder in Ordnung zu bringen. Egal, ob du oder ich, wenn wir uns von Gott abwenden, dann hat das seinen Preis. Und die einzige Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bekommen, ist, dass wir uns dem zuwenden, der den Preis bezahlt hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wartet auf dich, auch wenn du vor ihm wegläufst oder weggelaufen bist. Es ist nie zu spät, damit aufzuhören, von Gott wegzulaufen. Und wenn du merkst, ich laufe vor Gott weg, ich habe nicht das getan, was Gott von mir will, dann hör bitte auf mich. Hör auf damit. Die Lage auf dem Meer spitzt sich zu. Die tosende und aufgebrachte See lassen die Seeleute keine andere Wahl, als dem Verlangen Jonas nachzukommen. Sie werfen Jona über Bord. Augenblicklich wird das Meer ruhig. Die Seeleute erschrecken vor Gottes Handeln. Das Schiff mit dem Ziel Tarsis wird zu einer Anbetungsstätte Gottes. Was für eine Ironie, oder? Diese Seeleute, diese Heiden, die bis vor kurzem keine Ahnung von Gott hatten, beten den lebendigen Gott an. Und man könnte denken, dass Jona alles kaputt gemacht hat und dass Gott jetzt alles aus dem Ruder läuft. Aber in diesem Moment erkennen diese hartgesottenen Seeleute, wer der wahre Gott ist. Und sie beten ihn an. Was für ein Gott, oder? Ihm entgleitet nichts. Wo bist du vom Weg abgekommen? Vielleicht gar nicht? Prima. Aber vielleicht doch. Warte nicht länger. Denn es ist nie zu spät, damit aufzuhören, vor Gott wegzulaufen. Amen.